Hallo, Miss Potts. Hallo. Sie auch? Ein Gentleman schweigt. Wow. Ich muss kurz mit meinem Dad reden. Holst du uns was zu essen? Ja, geht klar. Hol mir was con picante. Du kriegst, was du kriegst. Ich hole das auf. Er betet. Ich will ihn fressen. Na klar. Ich freue mich auch, Abby. Oh, shit, Jordan. Hab dich nicht gesehen. Kommst du mit uns in die Saravina? Manny und ich wurden zur Basis bestellt. Was wollt ihr in der Saravina? Das Hotel und die Schule werden evakuiert. Wir nehmen die Vorräte und bringen alle zurück zur Basis. Echt jetzt? Ja, ist es zu glauben? Nach all dem Scheiß ziehen wir uns zurück? Du weißt doch nicht, ob so ist. Wenigstens kommt Leah vielleicht früher vom TV-Sender zurück. Na, immerhin, ja. Ich muss los. Dein Überleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Er ist oft mit ihm zusammen, wenn ich unterwegs bin. Er liebt mich. Ja. Don Abby. Ah, well. Hey, Sir. Ah, Abby. Wie geht es Ihnen? Fantastisch. Sagst du ihm bitte mal, dass der weg muss? Ah, hab's versucht. Er steht mir. Vives horrible. Bueno, wir müssen jetzt los. Pass auf ihn auf. Für Sie? Gerne. Sie sollten Ihre Mutter besuchen. Ich habe gehört, es nimmt Sie sehr mit. Eine Mutter sollte nicht die Kinder besuchen. Wie oft musst du deine Messer schärfen? Der Trick beim Wickeln ist, dass es fest sein muss. Was gibt es heute? Burritos. Wieder mal. Okay. Abby, was machst du? Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Hey Mann, da ist die Schlange. Manny, was soll das? Entschuldigung. Stell dich gefälligst hin. Sorry. Wir gehen an die Front. Komm schon. Du bist so weich. Warum hast du drei? Gib einen zurück. Flipp jetzt nicht aus. Mel kommt mit uns. Manny? Wo ist dein Rucksack? Im Zimmer? Warum tust du mir das an, hm? Weil die mir beide wichtig sind. Und ich habe genug von dem Scheiß. Weiß sie, dass ich dabei bin? Und ob? Und es ist okay für sie? Ja. Warum klingt dein Ja so wenig überzeugend? Liegt an meinem Akzent. Komm schon, sei nicht so paranoid. Hey, hast du diese Seife, die ich so mag? Die Käferndinger. Tut mir leid, Abby. Hab gehört, nebenan gibt's eine neue Lieferung. Geh da morgen mal vorbei. Schade. Trotzdem danke. Was ist denn hier für Kinder? Waffenmende, klar. Aber die Figuren werden... Sie glauben, wenn sie... Was soll ich dazu sagen? Das war einfach Pech. Die Waffen sind zuverlässig. Okay. Ich glaube, dir gefällt es, mich zu quälen. Nein. Es ist eine Möglichkeit für euch, endlich weiterzumachen.
Seit Jackson haben wir kaum miteinander geredet. Soll ich so tun, als wäre nichts passiert? Natürlich nicht. Ihr müsst darüber reden. Sie wollte Joels Tod genauso wie wir anderen auch. Aber sie ist anders als wir. Sie hat noch nie jemanden so verletzt. Sie tötet ständig Scars. Nicht so, wie wir Joel getötet haben. Vergiss nicht, wir sind Soldaten. Sie ist Ärztin. Komm, Abby. Sie gehört zur Familie. Tu's für mich. Okay? Ich versuch's. Mehr verlange ich nicht. Deine Sachen. Ich hol Mel. Ja. Sei nett. Leck mich. Wissenschaftlerin, hm? Ich mach das später. Klopf, klopf. Abmarsch bereit. Ja, sofort. Hi. Hey. Du bist also wieder im aktiven Dienst? Naja. Du kannst bestimmt hierbleiben, wenn du fragst. Ich sitze lieber nicht rum, wenn ich nicht muss. Hat Owen nichts dagegen? Was hat Owen damit zu tun? Wir müssen Alice noch abholen. Hey. Gib dir Mühe. Warum hat man nach dir geschickt? Das ist die normale Rotation. Keine Sorge. Hey, wenn du zurück bist, siehst du nach meinem Dad? Ihm geht's, ich weiß nicht, schlechter. Inwiefern? Er klagt über Schmerzen in den Handgelenken. Er kann kaum einen Löffel halten. Vielleicht kriegen wir mehr Schmerzmittel für ihn. Du und Owen seid jetzt in Sektion 96? Ja, es ist nett. Viele junge Familien. Seid ihr schon aufgeregt? Wegen des Babys? Wenn man die ganzen Kinder da sieht. Ja, ich bereite mich vor. Viele heulende Babys. Genau richtig für Owen. Er hat's noch gar nicht gesehen. Er ist mit Danny unterwegs. Danny? Puh. Schöner Scheiß. Ja. Nächste Kiste an. Eine Stunde vielleicht.
melden. Sie spielt drinnen. Toll. Abby, willst du sie holen? Hey, Mädchen. Hey, du verrückter Hund. Da ist ja mein Mädchen. Die Einzige, die dich ertragen kann. Ist wohl eifersüchtig. Hey, wollen wir zu den Trucks? Gehen wir zu den Trucks. Oh, hallo, Bär. Ja, okay, da du so nett fragst. Wer ist dein guter Junge? Ja. Hol den Ball. Los, hol. Tut mir leid, Kumpel. Mein Fehler. Habe ich dich gestern mit Jen gesehen? Ja, hast du. Schwere Nöte. Was macht sie in der Stadt? Irgendwas für Isaac? Mann, sie hat echt einen einsamen Job. Oh, ihr gefällt es. Frag sie mal nach Cumulus vor. Na, wenigstens muss man da oben nicht kämpfen. Ja, wenn einem das gefällt. Mir wäre es ganz recht, glaube ich. Nur Familien zu behandeln. Die Scars würden dir fehlen. Hey, Abby. Das glaube ich kaum. Hallo. Ich würde irre werden. Hey, Pat. Das Übliche, bitte. Na klar doch. Gracias. Welche Trucks sind da? Nehmt S24. Ich fahre. Meld uns ab. Danke. Dein Überleben sei lang. Dein Tod sei schnell. Ist etwas eingerostet. Das Scheißding klemmt schon wieder. Hat jemand Schmierfett? Das ist alt. Okay, ja, was soll's, das geht schon. Wie wär's mit einem kleinen Wettkampf? Der Verlierer putzt den. Riskant. Ein Magazin höchste Punktzahl. Abgemacht, Cabron. Nächstes Mal will ich deine Waffe. Ja, es lag nur an der Waffe. Oh, da fällt mir ein, da ist ein Riesenberg dreckiges Geschirr. Ah, du bist grausam. Oh, und du kannst meine Wäsche falten. Gehen wir zur Basis. Ich hätte hier noch Munition.
Ja, ja, braves Mädchen. Ich hab dich auch vermisst. Mel sitzt vorne. Mel ist schwanger. Dann braucht sie frische Luft. Und ihr beide könnt reden. Der ist clean. Gracias. Wie schläfst du in letzter Zeit? Nicht so toll. Soll ich dir etwas aus der Apotheke besorgen? Nein, schon gut. Ist kein Problem. Nein, lass mich. Ich werde mich einfach auspowern. Ich habe ein paar Extraaufgaben angenommen. Du und Owen. Was meinst du? Nichts. Hey, Manny, wo willst du hin? Zwei. Truck S24 unterwegs zu zwei. Dein Überleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Wir haben einen Flugplatz verloren? Ja. Soll er zurückerobert werden? Nee, Isaac sagt, das ist unwichtig. Wir fangen im Moment genug Wildlachs. Was meintest du wegen mir und Owen? Ich habe ihn zwei Wochen nicht gesehen. Er übernimmt ständig neue Aufgaben. Weißt du, was er hat? Hat er irgendwas gesagt? Nein, wir haben... Ich meine, man sieht sich in der Kantine, aber wir haben keinen Kontakt. Jackson hat ihn geschockt. Mach dir da nicht so einen Kopf drin. Festhalten! Und kennt ihr die Wolves? Unsere Warte. Ja. Auf die Wacht! Sicher ist.